Also ihr seid zum anderthalbten Mal auf dem Noah. Was war letztes Jahr? Letztes Jahr wollten wir eigentlich spielen. Ich hatte aber einen Verkehrsunfall in Klein und unser Sänger war zudem noch im Stau versumpft und da war leider kein Weg reingeführt, dass wir das spielen. Deswegen haben wir es dieses Jahr nachgeholt. Super, habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Ja, woher kommt ihr? Deadlock kommt aus allen Winkeln der Republik verstreut. Also, ja, eigentlich aus zwei. Ja. Also ursprünglich aus der Nähe von Regensburg, aber inzwischen dann doch auch zu fast einer Hälfte aus Jena. Also wir beide sind aus Jena, ja. Und der Rest kommt aus der Nähe von Regensburg. Wie gefällt euch das NOAF? Es ist schön hier. Es ist schön, es ist familiär hier und auch die Crew sind alle super nett. Und das achte Mal oder das neunte Mal jetzt schon? Das achte Mal. Und Gott lobt das Ehrenamt, ja. Alle packen mit an, dass die Sache hier schön wird für alle Beteiligten und das ist auf jeden Fall eine coole, unterstützenswerte Sache. Hast du noch was dazu hinzuzufügen? Eigentlich nicht. Ich finde es auch es ist ein gemütliches, schönes, kleines, nicht so kleines, eigentlich gar nicht so kleines, aber sehr familiäres Fest. Gefällt. Ja, kann gern noch größer werden so. Was war das Größte, wo ihr bisher gespielt habt? Das war schon Wacken, glaube ich. Ja, es gab noch mal ein Festival in Japan, was noch annähernd so groß war, aber Wacken war schon die, ja, 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 klar. Oder? So, schon hier das Größte, ja. Jetzt so mal im krassen Vergleich Wacken mit NOAF. Ja, vom Wacken weiß ich nicht mehr viel. Ja, es ist schon ein Unterschied da, ne? Es ist nicht so kalt wie auf Wacken. Und das Bier ist nicht so teuer wie in Wacken und es sind nicht ganz so viele Leute da wie auf Wacken, aber... Man muss nicht so viel latschen wie auf Wacken. Ja, man muss nicht so weit laufen wie auf Wacken. Aber ansonsten finde ich keine Unterschiede eigentlich.